Moin, moin, Le Grand Rouge hier. Weiter geht's mit Warhammer 40k Battle Sector. Letzte Runde, letzte Folge, haben wir das Ding hier umgebracht. Alter, ein Riesenviech, Tyrannofex. Gerade spielen wir hier ein bisschen so Hold the Line gegen Riesenschwarm von Tyranniden. Hormaganten und Thermaganten. Hätte sie auch noch töten können. My vengeance will be final. Sehr schön. On my honor. So, du kommst mal hier hinten hin. So, nehme ich mal heilen. Battleline Squad ready. Overwatch. Your orders. For the Emperor. Overwatch. Oh, ich glaube, von da wird mehr kommen. Oh, ein bisschen was gegen die Tyrannie. Gegen die, wir hätten noch einen Schritt nach vorne gehen können, dann hätten wir noch mal den Raketenwerfer cooler und besser ausnutzen können. Ach, ich hab jetzt vergessen. Ach ja, den Heiler vergesse ich immer. They will fear to tread close. Jetzt können wir erstmal wieder schön gegenheilen mit unserem Apothekarius. Ja, das war ein schöner Treffer. Naja, die tanken das hier ziemlich gut. Mit ihrer Rüstung. Wir müssen nur auf die Hormaganten aufpassen. Die werden gefährlich. Wenn die durchflitzen. Die müssen wir aufpassen. Die werden gefährlich. Wenn die durchflitzen. Oh, da kommt noch ordentlich Verstärkung. Alter, kommt da noch viel Einheit. Uiuiui. Your orders. For the Emperor. Battleline Squad ready. With precision, brothers. Oh my God. We're the sons of Sanguinius. So. Hormaganten weg. Da ist noch eine Hormagant-Truppe. Kriegt gleich mal einen Raketenabwerfer. Granatwerfer. Ready for recon. Scheiße, von da oben kommt was. Oh boy. Ich weiß, wo ich die hinstellen muss. Jetzt mal noch einen Schritt zurück. We are the walls. We are the guns. The blood is strong. Do not falter. We fight and we die for the Imperium. Ich glaube, wir müssen uns mal ein bisschen verlegen. Overwatch set.
hat durch die Hinten geschossen. Naja. Krass, da schummeln sie sich durch. Das war ein böser Hit. Ah, jetzt kommen sie. Ja, die Hormaganten müssen vor. Müssen weg. Die Hormas. Den Beschuss kann ich so ein bisschen negieren. Alter, wie viel kommt denn da noch? On Balfour I was born. And should the Emperor win it, on Balfour I will die. Lining up, anti-swarm firing solution. With strength. Die haben nämlich dieses Pistolenabwehrfeuer-Dings. Hellblasters awaiting target. Oh mein Gott, ja. Vollständige Deckung. I go where I am needed. My chainsaw thirsts for their blood. So gut wie tot. Tanken. Die Hormaganten sind die wichtigen. Die müssen sterben. Muss auf jeden Fall geheilt werden. Ja, komm. Ja, ja, genau. Jetzt gibt es nämlich einen Pistolenreaktionsangriff. Also überleben die nämlich nicht. Ich hab das Gefühl, da kommt immer noch mehr. Oh, der muss dringend geheilt werden. When the day is darkest, we prevail through control. Of course. So, Termagant, Hormagant, Termagant, Termagant, Hormagant. Da hinten ist ein Hormagant. Okay,
Der ist der gefährliche. Sanguinius watches over us. So. Volter, Sturmfaust. Perfekt. Tot, tot, tot. Your orders. Nur die töten, damit die den Schwarmbuff nicht weiter verteilen. Den muss ich noch irgendwo besser einsetzen. Ist noch ein bisschen. Setz mal hier oben hin. Zehn verbleibende Streitkräfte. Na, wenn das jetzt nicht mehr werden. Naja. Komm, sehr schön. Die müssen echt tanken. Sehr schön. Model rausgetötet. Uff. Schade. Kriegen ganz gut aufs Fressbrett. Schade, dass der eine gestorben ist, das eine Model. The Sanguinary Priesthood serves the will of the chapter. So, wo sind die Hormaganten? Hat er gar nicht vorgeschickt. Ah, da hinten. Kommen sie mit Doppel-Movement um die Ecke. I am the Sword of Sanguinius. Nächstes Mal mal ein bisschen Genauigkeit drauf. Sehr schön. Sehr schön. We are the walls. We are the guns. Roger that. Thin their numbers. They will not overwhelm us. Ach, ist mein Maus auf dem zweiten Bildschirm raus. With strength. With strength. Oh, du hast doch mehr Rüstung, oder? Fünf. Naja, beide fünf Rüstung. Your orders. Ach, tot ist tot. Jetzt haben wir noch die Schwaben so. Sehr schön. Whatever the angel requires. Sieben haben wir noch. Die Hormagons hier tot kriegen, dann sollten wir das auch. Ja.
Ah, wir sind durchgerannt. Fuck. Durchgekommen. Das ist nur Thermagun. Oh, scheiße. The blood is strong. Do not falter. We fight and we die for the Imperium. Trefferwahrscheinlichkeit 50%. Ja, es ist halt. Damn it. Sanguinius watches it. Sind die halt dran, die Wichser? Oh, man wartet jetzt hier am besten. Wie machen wir das jetzt am besten? Mal halbiert. When the day is darkest, we prevail through control. My duty is service. So. My chainsaw thirsts for that blood. Zack. Hätten wir das schon mal. Das Problem ist, der Hormagant da unten. Das ist ein Problem. Roger that. Oder auch nicht. Can only be victory. Sanguinius watches over us. Death to the Xenos Swarm. Plasma fire support ready. We are the sons of Sanguinius. Ja, das kann ich ruhig mal tanken, eine Runde. Sehr schön. Ist nicht viel angekommen. Ja. Sehr schön. Okay. Das sieht alles nach Thermaganten aus. Kriegen sie nochmal ordentlich eins hingeschenkt. Boah, das sieht alles nach Thermagant, 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 Thermagant aus. Sehr schön. The Sanguinary Priesthood serves the will of the chapter.
others. Sehr schön. Auch ausgeschalten. Sanguinius guides every strike. 100%. Boah, Alter. Der Buff ist schon. Haha! Ja, ist halt mit. Mit Raketen auf Tauben schießen. So ungefähr. So. Zack. Nice, das sieht doch gut in der Tasche aus. Das sieht doch gut aus. My Fury will be fast. Ah, es sieht doch sehr gut aus. Souverän gelöst, keine Einheit verloren. Also kein Trupp verloren. Mark this location for the Logisticium Servitors. These cursed pinnacles shall spoil Balfour's skin no longer. The inconsistency displayed by the alien troubles me. There was no sign of the cognition and strategy that prevailed upon us before. You do not have to explain, brother. There was clearly a disparity between the beast we faced and the one that bested Pentesio. But it was still the same creature. Aye, but previously steered by the will of another. A synaptic network. That does not bode well for your moon. Das nicht gut. Wenn hier ein Synapsennetzwerk wieder aufgebaut wird, dann wären Tyrannien nämlich viel gefährlicher. Kann man noch eine Reserve, noch eine gute? Können wir noch. So, die aus der Reserve mitnehmen. Aber zwei Landspeeder, vier Infanteristen, ein Springer. Könnte man noch einen zweiten Springer rekrutieren? Und einen zweiten Plasmawerfer. Fertig. So, HQ-Aufwertung. Haben ordentlich an Punkten was bekommen. Ja, es ist die Frage, in welche Richtung gehen wir, ne? Diese Linientruppentaktik ist halt echt krass stark. Der Bonus. Jetzt können wir ja eine Frag-Granate für die Intercessoren machen. Frag-Granaten sind natürlich geil. Wir kämpfen immer gegen Schwärme. Du hast halt immer diese krassen Truppen. Und eine Fernkampfpräzision wäre auch noch drin. Hätten wir noch eine Luftunterstützung? Da könnten wir mal so ein bisschen Befehlsachen machen. Mal pro Feld, das ist auch so eine. Ja. Hier könnte man quasi noch Support rufen in die Schlacht, das ist auch sehr stark. Oh, das ist auch krass. 50% Kampfrauscherhalt. Ja. Das glaube ich, werde ich nicht so brauchen. Kettenschwerter. Carleon. Bufft sich quasi nur selbst. 50% Schaden ist schon krass. Ja, okay.
Energiehammer halt, ne? Das ist halt das brutal. Na gut. Sturmtruppen. Ja, das ist der Sturmtruppen-Buff-Zweig. Das weiß ich gar nicht, was das hier ist. Kann ich gar nicht freischalten. Das ist hier irgendwie. Kann sein, dass es das DLC ist. Also ich würde ja die beiden Punkte noch gehen. Das bessere Sturmgewehr. Sturmboltergewehr. Müssen wir mal gucken, was macht denn die? Angriffe 12, 3 bis 4. Was macht denn so eine. Sehe ich das? Boltergewehr. Wow. Ah, das Sturmboltergewehr ist schon ein guter Upgrade. Das ist schon ein schönes Upgrade. Ja, 10 Lebenspunkte pro Unterhalt ist halt auch geil. Fernkampf, also die beiden Bäume sind halt richtig geil. Die drei, die weiß ich hier noch nicht so ganz. Mir sterben die zu schnell weg, die Nahkämpfer. Ja, und dann ist er halt hier noch, ne? Ist für die Aggressoren, ne? Kann quasi die Dings zweimal an diese Terminator-Varianten da. Ja, Primaris-Infanterie. Was ist eine Primaris-Infanterie? Die habe ich wahrscheinlich noch gar nicht freigeschaltet. Stärke, ein Nahkampf-Panzerungsdurchschlag. Ja, das ist quasi für die Aggressoren. Aggressor der Blood Angels, ja. Und hier gibt es ja auch eine Flammsturmfaust. Ja, wenn sie quasi noch besser. Okay, der bufft quasi die. Und hier hat dann den. Oh, für die Plasma-Dinger. Das ist ja böse. Okay, Präzision. Ja, schwerer Plasmabrenner. Alter, das ist. Uff, die ist stark. Okay, der Baum ist auch geil. Ich würde aber tatsächlich. Wir haben 6 Punkte. Victory for the Blood Blades. Ich würde die beiden Victory for nehmen, Skyfall. um die besseren Dings freizuschalten. Das war meine Basisinfanterie. Blopp. Basisinfanterie stärken, ne? Gut, dann machen wir hier einen Cut. Oh, euch das Ganze gefallen hat, ich mich riesig über ein Abo, einen Like und einen Kommentar freuen. Aber denkt dran, ne? Wer das mit den Bienchen und den Blümchen will, muss freundlich sein. Wenn ihr mir mal live zuschauen wollt, könnt ihr mal bei Twitch vorbeischauen. Ich stream von Mittwoch bis Sonntag von 14:15 bis 23:24 Uhr. Alles querbeet fällt ein. Von New World über Pathfinder über For the King haben wir letztens gespielt. Stellaris, ach, keine Ahnung. All das, was gerade Lust und Laune und Bock macht. Wenn natürlich Total Warhammer 3 draußen ist, dann gibt es wahrscheinlich das haufenweise. Ich habe im zweiten Teil fast 1500 Spielstunden drin. Also, da könnt ihr euch schon mal freuen. Ich sage euch nur eins, Nurgle is coming. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.